In der heutigen Newsfolge geht es um Malaysia Comeback 2022, Magnussen Rückkehr zu Renault oder McLaren, Update zum möglichen Österreich Grand Prix. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die Formel 1 hat sich 2017 aus Malaysia verabschiedet, doch Gerüchten zufolge könnte es in 2 Jahren zu einem Comeback kommen. Die Frage ist, wie kommt das denn auf einmal? Das hat einen politischen Hintergrund, denn seit 2019 ist Mahathir bin Mohamad wieder Premierminister von Malaysia und er setzt sich für einen Grand Prix wieder ein. Laut dem Streckenchef Razan Razali war es sein Wunsch, dass die Formel 1 eines Tages zurückkehren soll. Nach 2017 sollten mindestens 5 Jahre vergehen. Der Grund, weshalb sich Malaysia zurückzog, lag an den hohen Antrittskosten und dem geringen Return of Investment. Die oberste Priorität sei die Formel 1 nicht, aber sie würden aufgrund der Antrittsgelder mit der Regierung sprechen. Was meint ihr? Wird die Formel 1 jemals wieder in Malaysia fahren? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Kevin Magnussen kann sich eine Rückkehr zu Renault oder McLaren durchaus vorstellen. Er weiß, dass die Chancen für ein Top-Team sehr gering sind, aber die vorderen Mittelfeldteams seien machbar. 2014 gab er für McLaren sein Formel-1-Debüt und wurde sofort beim ersten Rennen Zweiter. Ein Jahr später war er ohne Cockpit, bevor er 2016 Richtung Renault ging. Respekt habe er vor beiden Teams, obwohl er dort schwierige Zeiten hatte. Von daher meine Frage an die Community. Zu welchem Team würde er eher gehen? Stimmt oben rechts ab oder schreibt einen Kommentar. Dass der Österreich Grand Prix möglicherweise als Saisonstart stattfinden wird, hatte ich euch ja im letzten Video erklärt. Red Bull ist der Meinung, ein Rennen am Sonntag und eins am darauffolgenden Mittwochabend stattfinden zu lassen. Laut der Regierung würde das nicht im Weg stehen, wenn es als Geisterrennen stattfindet. Damit würde sich auch Red Bull zufrieden geben. Günther Steiner meint, dass man 4 bis 5 Wochen vorher Bescheid geben sollte, ob der Grand Prix stattfindet oder nicht, denn man müsste die Autos noch vorbereiten. Das Fahrerlager wird so klein wie möglich sein. Beispiel: Alpha Tauri käme mit maximal 65 Leuten, was bedeutet, dass wohl 650 Leuten bei allen 10 Teams an der Rennstrecke wären, zuzüglich Mitarbeiter der FIA, Streckenbossen, Ärzte und die TV-Crew. Auch eine Gesundheitsbescheinigung könnte bei der Einreise verlangt werden, was Alpha Tauri intern abgesprochen hat und machen wird. Dies sei richtig, damit das Ansteckungsrisiko in der Firma minimiert wird. Mehr als 380 Mitarbeiter des Red Bull Rings wurden auf Corona getestet. Das berichtet die österreichische Zeitung Kleine Zeitung. Niederländischen Gerüchten zufolge soll noch diese Woche ein neuer Kalender veröffentlicht werden, denn die Rennstrecken hatten bis Ende letzter Woche Zeit, alternative Daten zu senden, um ein Grand Prix stattfinden zu lassen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Kommen wir zu Mikes Meinung. So verrückt die Mittwoch-Idee auch klingt, sage ich nicht nein dazu, denn wir alle wollen 2020 so viele Rennen wie möglich sehen und an die Rennstrecke können wir so oder so nicht. Von daher spielt es zumindest für mich keine Rolle, ob sonntags oder gar mittwochs gefahren wird. Hauptsache, es wird gefahren. Ihr müsst ja nicht meiner Meinung sein und womöglich gibt es hier den einen oder anderen, der die Idee nicht akzeptiert. Die Tests auf Corona sind meiner Meinung nach wichtig, man möchte ja wissen, ob es einen Infizierten gibt oder nicht. Gegen ein Malaysia-Comeback hätte ich nichts einzuwenden. Dort gab es in der Vergangenheit immer spannende Rennen, auch im Regen. Kevin Magnussen zurück zu Renault oder McLaren? Also ich bin eher der Meinung, dass seine Formel 1-Zeit nach Haas vorbei sein könnte, wobei er vor kurzem auch gesagt hat, dass er gerne IndyCar fahren würde. Ich sehe ihn eher in der IndyCar-Serie, wo auch sein Vater von 1996 bis 1999 fuhr, damals noch in der Kart-Serie. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Rheinland-Pfalz Gaming. Er schreibt: Gefällt mir gut, deine neue Schrift für die Überschriften. Weiter so. Ich hatte mir schon gedacht, dass euch das gefällt. Sieht meiner Meinung nach auch besser aus. Dankeschön für das Feedback. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.